Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Pferdekauf-Video hier auf Kadi Gaming. Ich bin's, die Kadi. Falls du mich noch nicht kennst, dann herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ja, und an diejenigen, die mich kennen, eigentlich sollte jetzt morgen ein anderes Video kommen. Es wird sich jetzt eventuell verschieben, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das hier kommt jetzt definitiv außer der Reihe. Ja, und das Sommerfest ist ja wieder da, der Tag der offenen Tür beim Jorvik-Stall. Und da sind exklusive Pferde zu kaufen. Wir haben hier zwei Lusitanos, die wir schon kennen. Diesen wunderschönen dunklen Fuchs mit der tollen Blässe, den Fliegenschimmel. Dann haben wir hier drei Epizaner, den Apfelschimmel mit der Blässe, den Fliegenschimmel, den ich ja auch schon habe, meine Coco Girl. Und hier hinten einen etwas dunkleren Apfelschimmel. Und ganz neu im Angebot ist dieser schmucke Buckskin Andalusia, den ich unheimlich schick finde. Ich hatte eigentlich fest damit geplant, dass ich mir kein Pferd kaufe, bis ich gesehen habe, dass ein neues dabei ist. Und ich liebe Buckskins. Ich habe hier auf diesem Account noch keinen. Ich habe schon ganz, ganz oft gesagt, wie extrem hübsch ich das Andalusia-Modell finde. Und deswegen wird jetzt einer bei mir einziehen. Warum verstoße ich mir gegen meine Regel mit dem Ausleveln? Ganz einfach, weil diese Pferde jetzt nur bis zum 5. August drin sind. Also 2 Wochen. Ja, und dann weiß man nicht, wann sie wieder reinkommen. Deswegen möchte ich mir den jetzt gerne kaufen. Der Andalusia kommt mit Stärke +3, Disziplin +2, Geschwindigkeit und Ausdauer 0 und 2 Agilität. Ist ab Spieler Level 5 kaufbar. Und kostet 950 Starcoins, kann natürlich auch als Extra den spanischen Schritt. Also der hat nicht nur die normalen Gangarten, der kann aus dem Stand auch mit Drücken der Leertaste in den spanischen Schritt gehen. Den Text, den lese ich jetzt nicht nochmal vor, denn den habe ich schon mal vorgelesen. Chunky Rabbit. Deswegen würde ich sagen, kaufe ich mir den jetzt hier direkt. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, ich habe verschiedene Namensideen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob der erste geht, den ich im Kopf habe. Und ich glaube, der geht sogar direkt. Gucken wir mal. Jetzt muss ich mal hier eben durch. Durchswitchen. Bin schon zu weit. Sunlight hatte ich überlegt. Aber was ich eigentlich noch cooler finde, ist Sunkiss. Sunkiss finde ich richtig mega. Der sonnengeküsste Buckskin Andalusia. Ich finde es mega, weiß aber noch nicht so recht, ob Stute oder Hengst. Weil ich finde, der Name ist eigentlich ziemlich divers. Um es mal so auszudrücken. Ich würde sagen, den können beide Geschlechter tragen. Da könnt ihr wieder mitentscheiden. Stute oder Hengst, ich mache eine Abstimmung rein. Ich werde mich jetzt abholen lassen und dann gucken wir uns den oder die Gute mal im Stall an. So, da stehen wir auch schon bei Sunkiss vor der Box und oh mein Gott, es ist einfach nur mega hübsch. Wie wunderschön ist dieses Pferd bitte. Also ganz ehrlich, es gibt ein paar Modelle im Spiel von den neuen Modellen, die ich absolut liebe. Das sind das Connemara, der Andalusia und der Tinker. Ich würde sagen, das sind momentan von den ganz neuen Modellen sogar meine Favoriten. Quarter Horses sind auch toll, aber ich glaube so auch vom Typ einfach, in dem die Pferde stehen. So, wir haben hier so ganz, ganz, ganz hauchzart leichte Äpfelchen im Fell. Die sieht man aber fast gar nicht. Also da muss man schon wirklich genau hinschauen. Was mir auffällt, sind hier diese hellen Flecken am Maul, an der Maulpartie. So ein bisschen rosa. Sehr schön gearbeitete Muskulatur. Also wunderhübsch. Auch hier das Dunkle um die Augen, die Schnippe. Also als ich das Pferd gesehen habe, konnte ich einfach nicht anders. Also da wusste ich sofort, okay. Kadi, du musst unbedingt dieses Pferd kaufen. Und jetzt bin ich eben von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe mich auf der Arbeit schon drauf gefreut. Wir sehen auch hier die... Oh. Sunkiss hat Appetit auf Eimer. Willst mich wohl vereimern? Oh Gott. Haben wir hier noch irgendwas, was ich... Ja, geil, eine Banane.
Also Animation nicht ganz on point, hübsch gemacht, passen jetzt nicht unbedingt zu der Höhe, wie wir die Banane hinhalten. Aber ansonsten alle schick. Hübsch finde ich auch übrigens die beiden weißen Abzeichen nochmal hier an den Vorderbeinen. Also traumhaftes Pferd, gefällt mir wirklich unheimlich gut. Unheimlich gut. Ja, da das Waschen ja jetzt exakt die gleiche Animation ist und ich das Führen noch nicht gekauft habe, werde ich jetzt schon mal ein Outfit zusammenstellen. Das präsentiere ich euch dann gleich. Ich werde euch wieder sagen, woher ich die Sachen habe. Und dann gucken wir uns natürlich auch hier bei dieser Fellfarbe nochmal die Animation und die unterschiedlichen Mähnen an. Darauf bin ich auch nochmal unheimlich gespannt. Ich weiß noch nicht, ob es bei dieser Mähne bleibt. Kann auch sein, sie wird gewechselt. Lassen wir uns überraschen. So, da sind wir auch schon wieder. Das Outfit passt nicht so 100% zusammen. Ich finde, ja, ich weiß es nicht. Die Hose finde ich irgendwie schon süß dazu in dem Rosa. Deswegen habe ich es dann doch so gelassen. Aber es ist jetzt, es passt schon irgendwie, aber es ist jetzt halt nicht so Ton in Ton. Mag man vielleicht drüber streiten. Dem einen oder anderen wird es gefallen, dem einen oder anderen nicht. Gucken wir einfach mal, was in den Kommentaren so dabei rumkommt. Ja, ich habe jetzt Sandkiss so ein bisschen Western-ähnlich hergekleidet, denn ich finde, dass diese Sachen im iberischen Stil durchaus auch so ein bisschen was von Western angehaucht haben. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin sonst immer im englischen Stil unterwegs, warum hier nicht mal so eine Mischung aus beidem machen? Ich quasi in englischen Klamotten, aber mit Stiefeletten und Sunkiss eher westernmäßig gekleidet. Ja, ich trage jetzt gerade die Feiertags-Sternohrringe von Weihnachten, den coolen Reithelm aus dem Shopping Center, das gelbe Herbst-T-Shirt aus dem Shopping Center, die hellrosa Reithose aus dem Shopping Center, die robusten Ranch-Handschuhe. Gibt es sie auf der Sunshine Ranch? Ich glaube ja, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Und die braunen Reitstiefel aus dem Shopping Center. Ja, und Sunkiss trägt das Bosal in Steppenläuferbraun von der Starshine Ranch. Dazu den Sattel in Steppenläuferbraun von der Starshine Ranch. Die kunstvolle Western-Satteldecke von der Starshine Ranch. Ja, und Hufeisen oder sonstige Verzierungen habe ich im Moment noch nicht dran. Sehr gut könnte ich mir aber hier jetzt zu diesem Outfit auch Federn am Bosal vorstellen. So, dann wollen wir doch mal. Im Stehen habt ihr jetzt schon gesehen, was er so macht. Ich steige mal ganz kurz ab, dann könnt ihr auch mal sehen, was er macht, wenn ich daneben stehe und er keinen Reiter auf sich drauf hat. Jetzt bin ich gerade relativ groß im Bild. So sieht nämlich das Grasen aus, beziehungsweise da schnuppert er oder sie so ein bisschen am Boden. Ich sage jetzt einfach mal eher wegen der Andalusia, ist einfacher. Sieht auch sehr, sehr schön aus, ja natürlich von der Halshaltung. Wenn er hier den Kopf schüttelt. Ich finde den Andalusier von der ganzen Animation, auch das hier, das ist... Ich finde den Andalusier von der Animation, das ist eins meiner absoluten Lieblingspferde. So, rückwärts richten. Ja, Zügelbacken leider wie immer durch den Hals, aber das ist ja nichts Neues, das kennen wir. Halshaltung sonst sehr schön. Und Schrittfolge. Steigen. Ja, das Steigen an sich... Das habe ich mal gesagt, das finde ich, sieht toll aus, aber dann bremst er so richtig runter, so als ob er sagen würde, oh, ich kann es nicht mehr halten. Krawufsch. Also, das ist das Einzige, dass er vielleicht so ein bisschen majestätischer und nicht ganz so abgehackt steigt. Das wäre cool. Ansonsten sehr schön. So, ich drücke die Leertaste, denn dann geht er, wie gesagt, in den spanischen Schritt. Er macht richtig große Schritte mit den Vorderbeinen. Wir können uns übrigens, können da sogar lenken. Es ist jetzt nicht wie der Tölt oder der Curly Shuffle, dass er da drin bleibt. Also wir müssen dann wirklich jedes Mal wieder neu die Taste drücken. Sieht aber auch sehr, sehr schön aus. Jemand, der so ein Pferd mal gesehen hat in der Gangart, weiß, das hat Star Stable echt gut gemacht. So, der Schritt. Ja, lahmt halt hinten wieder mal. Vielleicht ein bisschen längere Schritte. Das ist das, was ich mir beim Andalusier gewünscht hätte. Aber gehen wir mal in den Trab, denn da fängt es dann auch schon an, richtig schick zu werden. Diese tolle Halshaltung. Gut, Tritte vielleicht auch ein kleines bisschen länger schön gewesen. Aber es sieht einfach rund und stimmig aus, finde ich. Mir gefällt es. Und ich finde es auch schön, wie der Schweif und der Schopf sich mitbewegen. So, Arbeitsgalopp. Der Andalusier galoppiert im Linksgalopp.
Und auch hier wehen Mähne und Schweif schön mit. Die Kopfhaltung auch sehr, sehr schön. Der Reiter sitzt erste Sahne. Schön aufwärts galoppierend. Sehr, sehr schön. So, und jetzt wird der Hals ein bisschen, guck mal, der geht ein bisschen runter und wird ein bisschen runder. Und der Schopf, huch, der wippt dann schon zur Seite. Hier ist er noch vorne. Und da geht er dann zur Seite und er zeigt diesen wunderschönen Keilstern da oben noch. Die Mähne weht auch ganz, ganz toll mit. Die Animation ist brillant, finde ich. Klar, nicht 100% realistisch, aber für Star Stable-Verhältnis. Ich messe das immer an Star Stable. So, und jetzt sind wir wirklich flott unterwegs. Guckt euch das mal an, wie schön die Mähne da mitweht. Der Schweif, also ganz, ganz toll. Der Andalusia, wie gesagt, für mich eines der schönsten Pferde im ganzen, ganzen Spiel. So, das schnelle Stoppen ist definitiv auch ein schnelles Stoppen. Da wird nicht lang gerutscht, da gehen die Beine nach vorne und in den Boden rein und dann steht die Kiste. Sieht sehr, sehr gut aus. So, und jetzt hüpfen wir hier nochmal über das Zäunchen, wo wir das hier gerade haben, im Arbeitsgalopp. Verpacke ich direkt mal. Ja. Hey! So, so sollte das aussehen. Schopf weht ein bisschen komisch mit, wenn er landet. aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Animation auch, wie ich finde. Sehr vorsichtig in den Vorderbeinen. Und jetzt werden wir auch mal noch ein bisschen schneller und springen nochmal hier bei den Zaun. Auch hier in dieser Gangart, im schnellen Galopp, im Renngalopp, eine sehr, sehr schöne runde Animation. Da passt einfach alles beim Andalusia. Also es sind nur ganz, ganz wenige Sachen, die mir jetzt nicht hundertprozentig gut gefallen. Ich finde den aber klasse und wie gesagt, vor allen Dingen dieser wunderschöne Keilstern dann noch zu der Schnippe. Diese Farbe hier finde ich einfach nur grandios. Aber den Stern, den sehen wir auch gleich nochmal besser, den Keilstern, wenn wir uns die unterschiedlichen Mähnen angucken. Da mache ich jetzt gar nicht mehr großartig einen Cut. Wir reiten jetzt einfach direkt zum Transporter und fahren dann zu Steve. Und gucken uns da noch die unterschiedlichen Mähnen an. Ich weiß es gerade noch nicht hundertprozentig, ob Sunkiss eine andere Mähne bekommen wird. Es könnte sein, da bin ich mir jetzt aber gerade noch nicht ganz schlüssig. Das werden wir gleich sehen, wenn wir beim Friseur drin sind. So. Und raus mit uns. Und ab zum Friseur. Ab durch die Mitte. So, auch wie schön die Gruppe glänzt. Ganz, ganz toll. So, dann wollen wir doch mal schauen. Also, wir haben hier die Standardmähne, die so ein bisschen wellig ist. Passt sehr, sehr gut, finde ich. Der Schweif ist ja auch sehr schön voll, haben wir ja schon gesehen. Klasse. Super gearbeitet, sehr schön detailliert. Dann haben wir hier die kurze Mähne. Steht ihm auch ganz gut. Dadurch wird es definitiv ein Hengst, finde ich, vom Optischen her. Ganz, ganz eindeutig. Also da jetzt zu sagen, okay, das ist eine Stute, ja, kann man machen. Es ist dann aber eine sehr maskuline Stute, finde ich, so rein optisch. So. Aber auch sehr schön gearbeitet. Zöpfchen. Die schön vernähten Zöpfchen. Und oh mein Gott, was ein Hals. Also ich finde, so sieht es auch eher aus wie ein Hengst. Unheimlich hübsch. Unheimlich schön gemacht. Der Schweif gefällt mir aber nicht ganz so gut. Der ist ein bisschen, ne? Guck mal, hier ist er auch detaillierter noch. Auch wenn er nicht an den Originalschweif rankommt. Aber hier ist er mir ein bisschen zu verwaschen. So. Mähne vom Jorvikschen Warmblut, die Standardmähne. Gefällt mir der Schopf nicht so gut auf dem Andalusia. Bei anderen Farben weiß ich gerade gar nicht mehr, wie das wirkte. Hier gefällt es mir auf jeden Fall nicht so gut. Gucken wir uns die Wildpferdmähne an. Auch hier, der Schopf fällt hier einfach viel schöner bei der normalen Standardmähne, die er Andalusia hat. Die beiden sind ja doch sehr ähnlich, kann man, finde ich, gut vergleichen. Und da stinkt definitiv die Mähne gegen ab. Auch wenn ich den Schweif, der ist zwar weicher, aber ich finde ihn trotzdem sehr hübsch. Ja, und das hier, ihr Lieben, der Schweif bleibt da, glaube ich, ziemlich gleich. Das ist die andere Mähne des Andalusias, die spezielle Andalusia-Mähne, die auch nur der Andalusia haben kann. Mit dem eingeflochtenen Schopf, mit der eingeflochtenen Mähne zu einem dicken Zopf an der Seite runter. Und guck mal, dann ist auch so ein Zopf im Schweif drin.
Ich glaube aber jetzt, wo ich alle Mähnen gesehen habe, tatsächlich, dass ich bei dieser hier bleiben werde, bei der Standardmähne, mit der er standardmäßig kommt. Ich finde, das sieht klasse aus. Sieht richtig, richtig schön aus. Ich liebe diesen neuen Andalusier und ich bereue den Kauf keineswegs. Jetzt muss ich aber auch zusehen, dass ich ganz schnell mein Curly Horse auf Level 14 bekomme. Da fehlen mir noch 2 Level. Ja, denn im August kommt dann ja schon das nächste Kaufvideo. Macht euch bereit für den Mavari. Also, macht's gut. Schreibt in die Kommentare, habt ihr euch eins der Jubiläumspferde geholt? Was sagt ihr zu diesem wunderhübschen Bugskin Andalusia? Kann ja auch sein, es gibt Leute unter euch, die ihn überhaupt nicht hübsch finden. Nehmt kein Blatt vor den Mund. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung. Und dann macht's gut. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss! Thank you.